Eine sehr fachkundige Jury aus Journalisten hat entschieden, wer diesen Preis bekommt. Und in der Jury waren durchaus nicht alle schwul oder lesbisch, denn das war eigentlich bunt gemischt. Ich darf aber jetzt Arndt Riekmann begrüßen, denn er hat sozusagen den entscheidenden Umschlag in der Hand, wo der Name steht, der gewonnen hat heute Abend. Also, der Felix-Rexhausen-Preis 2012 geht an Jobst Knigge aus Berlin für seine Fernsehdokumentation im Ersten, der AIDS-Krieg. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Aber an euch natürlich auch, ganz klar, auch viele Glückwünsche. Jetzt gibt es natürlich auch, wie das üblich ist, bei diesen Verlagen eine Begründung sozusagen der Jury. Und die kannst du jetzt geben. Ja, ich muss sagen, in diesem Jahr war das uns als Jury sofort klar von all den Einsendungen, die wir hatten. Das sind die Top 3. Da mussten wir gar nicht lange diskutieren. Diese drei Stücke waren einfach die besten und sie sind wirklich alle ganz toll. Ich muss wirklich nochmal Lob an Amre Cohen und auch an Wiebke Stark fürs Elternquartett und der Ball als Waffe loswerden. Tolle Stücke, lohnt sich das zu lesen. Auf unserer Homepage kann man das auch noch alles tun. Es war ein sehr knappes Rennen, quasi eine Art Fotofinish. Bei dem Stück von Jobst Knigge, der AIDS-Krieg, hat uns besonders gut gefallen, dass viele Sachen, die man schon längst vergessen hatte, einem wieder ins Bewusstsein kamen, dass er wirklich eine sehr intensive Archivrecherche gemacht hat. Man hat viele Dokumente und Filme gesehen, die man schon kannte und Fotos, aber eben auch unbekannte Filmausschnitte. Und er hat eben alle wichtigen Protagonisten, Peter Gauweiler, Rita Süssmuth als zum Beispiel, als die beiden Antipoden, auch wirklich vors Mikrofon und vor die Kamera bekommen und deshalb wirklich mit einem hauchdünnen Vorsprung, ich kann es nur noch mal wiederholen, der Preis in diesem Jahr an Jobst Knigge und den AIDS-Krieg. Und nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich auch an alle, die mitgemacht haben, Amre Cohen aus Hamburg und natürlich Jobst und natürlich auch Wiebke Stark. Und nochmal in Erinnerung, das sind die Leute, die schreiben, die recherchieren, die arbeiten in den Medien. Die sind sozusagen wichtig, auch für Schwule, für Lesben, für die Bewegung, für die Anliegen. Insofern ein sehr wichtiger Preis, dieser Felix-Rexhausen-Preis. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's natürlich wieder, wie könnte es anders sein, Party hier auf der Bühne. Ciao, tschüss.